Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier auf Seagame Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir stehen hier in unserem wunderschönen, jetzt ist die Musik gemutet, Karree, welches ich jetzt fertig gebaut habe und auch in dieser Konstruktion so übernehmen werde. Ich habe es schon einmal hier oben drauf gesetzt, da ist zu sehen, wie weit der Sand geht und ähnliches. Und der ganze Sand wurde auch schon hintransportiert, das heißt, ich kann jetzt nochmal über unser Buch Gleisanlage mit Kanone gehen. Und hier habe ich nochmal gemacht, einmal den Sand quer, einmal den Sand längs. Das sind ungefähr 11.000 Sand jedes Mal, wie unten steht. Und einmal das ganze Karree. Das ganze Karree sind 133.000 Sand. Habe ich nur als Sand hinterlegt. Das habe ich aus diesem rauskopiert. Und dann können wir jetzt eigentlich, müsste das ja jetzt hier irgendwie einfach so sauber drauf passen. Irgendwas ist da noch rot, aber okay, müssen wir gucken, was das ist hier. Aber ich glaube, da ist noch der Stelle irgendwas komisch, okay. Ah, guck mal, die stehen. Okay, das ist das hier. Wenn ich das hinstelle, steht die Kanone vorne, ne? Okay, gut. Ah, na gut. Das sind aber, ich glaube, das sind Kleinigkeiten. Da könnten wir, glaube ich, mal ein bisschen drüber hinwegsehen. Sollte ja nichts Wildes passieren, aber doch, das setzt er hier auch. Okay. Gut. Also jetzt wird das hier fertig gebaut. Dann steht hier oben auch eine Kanone. Dann wird hier oben dieser Bereich auch grün. Und dann wird auch hier oben reingeschossen. Und dann müsste eigentlich auch die Funkstrecke größer werden hier drüber. Also, dass wir da ein bisschen mehr sehen. Ja, der Sand, den ich eingemacht habe, hier in dem, der ist, sag ich mal, relativ lang, ne? Also es geht eigentlich von hier bis da, dann müsste es eigentlich reichen. Eigentlich müsste man den immer bloß so ansetzen. Und der ist halt eben oben nach unten und sollte deswegen keine andere Farbe annehmen. Wie gesagt, das muss ich auch einhalten, weil ansonsten dann habe ich ja wieder das Problem, was ich hier hatte, dass der Sand eine andere Farbe unten drunter hat. Oder hier habe, oder hier habe, oder hier habe. Oder, ne? Und das mag ich ja nicht so. Da ist ja der innere Monk wieder dabei. Ja, und dann sollte aber hier der Bau jetzt durchgehen. Das heißt also, ich könnte jetzt hier noch dieses Kanonenteil draufbauen, damit das dann hier vielleicht eventuell bis dahin schießt. Wo die Kanone steht ja schon. Sollte eigentlich alles frei sein. Das heißt, ich könnte jetzt hier das Sandkarree draufsetzen und dann einfach das andere auch drauf. Das probieren wir jetzt mal aus. Ob das denn so... Das war das falsche Buch. Wenn ich das ganze Karree Sand nehme und sage, ich möchte es gerne hier draufsetzen. So. Ah, es ist hier unten, ist das zu optimistisch, glaube ich. Die sind hier zu nah dran. Oder? Hm? Das könnte sehr, 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 sehr stark zu optimistisch sein. Gut, okay. Es ist, da könnten wir jetzt Verlust sehr leiden. Also die Strecke hier zwischen. Gut, sind kleine. Wimmer, aber die ist. Das ist machbar. Für die Viecher, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Na gut, wir werden sehen, ob wir hier unten rote Meldung kriegen. Und dann wird da fleißig gebaut. Was wir jetzt natürlich machen können, ist dieses Gebiet hier nochmal von diesen ganzen komischen Puffpilzen hier oder wie auch immer die Dinge hier heißen. Ich weiß nicht, was man da machen kann. Das habe ich noch nicht rausgefunden. Werde ich aber noch rausfinden. Erst noch befreien. Und dann werden wir noch, oder werde ich jetzt noch, na komm her, den, das Kreuz wieder hier reinbauen und auch hier unten drunter die Sachen legen mit Beton. Vielleicht auch legen lassen, aber obwohl die legen lassen, die haben gerade richtig zu tun, ne? So, gucken wir doch mal einfach, wie groß ist denn das hier? Das Kästchen, ist das groß genug dafür? Würde sozusagen, ja, okay, das würde sogar komplett darüber gehen, aber irgendwie gefällt mir es nicht. Machen wir es doppelt so breit. Also legen es hier bis zur Mitte. Und dann zweireihig. Ich glaube, das ist okay, ne? Ja. Hier stehen. Ich gehe mal auf Map. Dann zoomen wir da mal wieder dran. So.
Shift und Abfahrt. So, wir sind bis da dran, das ist okay. Wo ist, können wir eigentlich bis da hinten hinsetzen? So. Und dann gehen wir hier oben dran. Auch einmal quer. So. So. Das ist okay soweit. Ja, da entsteht eine Ecke. Abfahrt. So. Abfahrt nach unten. So, oh, das sieht gut aus. Dann haben wir nämlich auch immer eine Bordüre. Probier draußen. Bordüre, sag ich jetzt schon. Komme ich noch so ein Wort? Bürgersteig. Ähnlich wäre es ja fast. Wo wir draußen immer drauf rumlaufen können. Oh. Das war jetzt. Naja, gut, okay. Nee, ist ja okay. Es kann ja ruhig bis. Kann ja ruhig bis dahin gehen. Wo wir denn immer im Kreis rumlaufen können. Da sind wir ordentlich Beton, ne? Was wir jeden Fall legen. Also Stahlbeton, das ist schon. Ist schon wieder. So, ab nach unten. Verschwendung der Extraklasse, hätte ich fast gesagt. Nein, aber es ist okay. Ich finde das gut. So, und dann machen wir jetzt das Mittelkreuz noch rein hier. Das machen wir natürlich in 6x6 da rein. So. Oh. Z, 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 Z. So, haben wir uns vertippt. So. So. Einmal durch bis nach unten. So. Und dann einmal Autosave. Autosave. Von hier bis nach. Ja. Dann haben wir nämlich jetzt auch das Betonkarree, die Einteilung dann hier drinne. Das ist gut, das ist okay. So, das haben wir Überhang hier, so wenig Überhang. Also bis zum ersten Mastüberhang brauchen wir ungefähr. So, da haben wir es auch nicht. So. Das könnte mich jetzt aber wirklich interessieren, wie viele Karren das sind. Na gut, egal. So. Wir werden das jetzt herausfinden, indem wir jetzt nämlich den Betonway oder Highway sozusagen dann uns mal angucken. Nee, damit will ich gucken. Ja, da sind dann mir bloß die Kacheln wichtig halt. Und das müsste ja denn, das passt ja dann auch immer aneinander. Müssen wir einmal wieder durchlaufen hier. Dann die Objekte alle rausnehmen. Und nur die Betonkacheln lassen. Aber wir sehen schon, das sind jetzt schon 9.000, 10.000. Naja, gut, okay. Wir haben ein großes Betonwerk gebaut, genau für diesen Zweck. Im Übrigen ist momentan, ich muss die Idee mit dem Kunststoffwerk nochmal wieder ein bisschen vorantreiben. Das wäre ganz wichtig. Kriegen wir hin. Ist mir nur aufgefallen, dass es momentan liegt nicht am Titan mehr. Also Titan liegt jetzt genügend im blauen Chipwerk, aber es liegt zu wenig Kunststoff da, um die Chips zu machen. Was dann dazu führt, dass wir natürlich ein paar Bauelemente, die die blauen Chips brauchen, nicht mehr erzeugen können. Schade, schade, Limonade, hätte ich da gesagt. Aber es ist los. So. Nehmen wir bis da ran, bis dahin. So. Das sieht gut aus. Mit Kacheln, ohne Objekte und ohne Sand. Einfach nur den Beton sozusagen. Sieht auch schön aus. Das hat durchaus
hat durchaus was. So, das Ganze nennen wir dann hier einfach nur diesen Betonstein nehmen. Wo ist denn der drin? Beton, war der hier oder noch ein weiter? Noch ein weiter? Da. Stahlbeton. Plattenwege im Karree. So. Und speichern. Jetzt haben wir die Plattenwege nämlich auch im Karree. Und jetzt können wir das einfach nehmen und theoretisch immer hier draufsetzen. Zack. Und dann haben wir da auch schon die ganze Betonsache drumherum liegen. So, jetzt haben wir unsere Robbys aber richtig beschäftigt. Jetzt gucken wir mal, die müssten alle unterwegs sein. Ja, alle Bauroboter sind unterwegs, 3100. Wir haben kein rotes Signal noch nicht gekriegt. Und sie liegen hier hinten schon, also die kommen nicht bis ganz ran. Sie kommen, sie stehen noch nicht mal hoch. Okay, 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 gut, gut, gut. Also hier ist sozusagen dann das nächste, was dann fertig wird. So, da oben haben wir noch was, was wir wegreißen können. Und dann müssen wir uns mal dran machen, dass wir jetzt hier anfangen, die Bollerwerke aufzubauen. So wie wir sie haben wollen. Ja, da könnte uns auch das ein oder andere Chipmangel, den wir jetzt schon wieder haben im Werk und überall zum Problem werden. Aber hey, es wäre nicht Factorio, wenn wir nicht Mangel an irgendwas hätten. So, gut. Heißt, wir werden jetzt einfach halt, der Einfachheit halber, ja gut, hier müssen wir mal gucken, wie wir das mit dem Strom machen. Und dass hier so ein Bebop in der Mitte steht. Wie sind die hier noch nicht? Hatte ich die wieder noch nicht? Stehen denn hier die? Ach, hatte ich doch. Die grünen hatte ich, aber die stehen da drin. Okay. Warum habe ich die nicht in der Mitte gelassen? Das ist so eine Scheißegal, ob der hier in der Mitte... Vielleicht waren die äußeren nicht groß hier noch oder sowas. Keine Ahnung. Oder habe ich die mal irgendwann ersetzt? Das kann natürlich sein, dass ich da mal irgendwann mit dem Update darüber bin. Ich habe auch hier die Strommasten alle updaten lassen. Und dann habe ich... Habe ich das mal weitergezogen, puff, und dann bin ich hier mit reingekommen und dann hatte ich gleich weit über 1000 Strommasten. Da dachte ich mir, oh, nee, lieber nicht. Mal Vorsicht mit der Mutter, mit der Porzellankiste hier. Ich weiß gar nicht, wie viele Strommasten aktuell jetzt noch hier im Lager liegen. Na, liegt ein Karl, liegt da, okay, das geht. Sind doch alle Werkstoffe da, außer der hier unten nicht. Oh, der hat doch keinen, der braucht keinen, okay. Gut. Alles klar. Herr Kommissar, so, mein Zug steht da hinten. Ich weiß nicht warum. Das habe ich auch schon rausgefunden. Da habe ich auch schon mehrfach drüber nachgedacht. Hier werden weit über 100.000 von diesen Sanddingern jetzt gelegt. Das ist gut. Das heißt, da können wir das nächste fertig machen dann. Gut, dann geht's los. Also, wir übernehmen quasi dieses komplette Werk und löschen nur diesen Teil hier raus. Und den Bahnhof. Und dann gucken wir mal, wie wir das dann hier weiterverarbeiten. Ne? Theoretisch müsste dann hier das Förderband bis dahin gehen und sowas. Naja. So, also, Steuerung Copy. Da ich alles brauche, brauche ich auch ein bisschen von den Gleisen mit. Leider Gottes. Oder kriege ich ein bisschen was von den Gleisen mit. Aber ich brauche auch die Bahnhöfe. Deswegen nehmen wir das mal hier einfach. Der Einfachheit halber komplett mit. So. Und dann setzen wir das jetzt hier ein. So, da gehen jetzt ein paar von den Dingern nicht, wegen den Signalen, okay. Das hatte ich aber, ich glaube, das habe ich im ersten Werk besser gesetzt gehabt. Ja, irgendwo hatte ich das besser gesetzt, ne? Das weiß ich nicht mehr, wo es war. Na, da müssen wir mal gucken. Ich will dahin. Da oben, hier oben soll das rote Bollowerk rein. So, von den Ecken her passt es. Klick. So, Bauauftrag ist gesetzt. Das kann jetzt erstmal werden. So, jetzt machen wir den mal Escape. Q. So. Oh, ist das weiße? Nee, das wollte ich nicht. Oh, Steuerung Z. Wieso ist denn das weiße? Ich wollte das rote haben. Hä? Rot ist hier unten. Hm. Wollen wir das wieder gleich machen? Oder nicht gleich machen? Aber ich müsste eigentlich denn diesen Bereich denn hier... Ja... Hätte ich das Karri da bauen können. Wieso bin ich denn der Meinung gewesen, dass hier oben rot ist? Da
fängt schon wieder an. So, und hatte ich nicht irgendwo die Dinger so weit weggestellt von den Signalen, dass die Signale nicht gestört haben? Oder sind die Signale jetzt an anderer Stelle und stören dadurch? Guck mal, hier stören die Signale nicht. Oder? Oder habe ich die alle umgesetzt? Was fährt? Und hier sitzt ja, doch, hier sitzt. Ah, das ist hier wegen dem Förderband. Alles klar. Das ist da einfach zu lang, das Förderband. Hier ist kein Signal. Hier ist das Förderband auch. Hier ist ein Signal, theoretisch. Ja, hier stört ein Signal stören. Okay. Die haben wir dann gar nicht mehr gesetzt. Das ist ja ganz fatal. Das ist ja total fatal. Da müssen wir es ja doch in Einzelteilen rübernehmen. Was ist das dann noch? Wenn ich das jetzt um eins nach unten setze, passt gar nicht, ne? Habe ich da irgendwo den Platz dafür, dass da irgendwo ein Rohr nicht doppelt lang geht dann? Ist ja schon hart verkabelt und verrohrt hier alles. Das Signal Dauerrohr? Ach nee. Mal gerade sagen, das deckt eine Dauerrot an, aber nee, das ist das Zeichen von dem. Alles klar. Na gut. Dann werden wir die Roboter das hier fertig bauen lassen. Ich werde ein bisschen unterstützen, werde den Sand da reinlegen und dann das Karree draufsetzen, was dann aber auch noch länger dauern wird. Das Geblink hier da unten nimmt nicht ab. Ne? Das sind immer noch die 52 davon. Da gucken wir jetzt mal. Beim Kunststoff, ja, können wir kurz mal vorbeigucken. Da ist mir aufgefallen, dass wir zu wenig Holzkohle produzieren. Ja, also hier oben wird sozusagen der Holzkohlebedarf schon aufgeschnuppt. Mittlerweile. Und deswegen kommt da nicht genügend Kohlenstoffdioxid zustande. Das heißt also, entweder Holzkohle anliefern, vorliefern oder ja, da nochmal irgendwo Kohlenstoffdioxid erzeugen lassen. Wie sieht es denn aus hier unten mit dem Kohlen, wo ist denn mein Baumwerk? Da, mit den Kohlen, die sind nämlich, glaube ich, auch dauerhaft, ja, dauerhaft in Gebrauch. Also da müssen wir unbedingt nochmal auch ein Holzkohlewerk irgendwie uns doch nochmal überlegen. Da kommen wir nicht drum rum. Könnten wir hier nochmal so ein Baumwerk machen hier. Und dann halt eben die ganzen Bäume, die da rauskommen, instant zu Holzkohle verarbeiten. Also hier richtig solche Werke machen. Die produzieren mehr, als die hier verbrennen können. Und so sieht das jetzt. Na gut, das ist 2,3 oder 2,1 gewesen hier, ne? Na gut, passt schon. Das sieht schon auch sehr schön aus. So, gut. Alles klar. Okay, dann werde ich mich jetzt darum kümmern, dass wir hier ein bisschen zu Potte kommen, zu Rande kommen. Dass dieses Karree hier fertig gebaut wird. Ich weiß nicht, ob ich da priorisieren kann. Und hier sieht man schon wieder das generelle Problem, was wir haben, weil hier in dem Arm quasi diese Ladestationen nicht drin sind. Und der Arm nie gebaut wurde dort. Ballt sich hier alles, um hier an Strom zu kommen. Okay, da können wir jetzt kurzzeitig natürlich was gegen machen. Es wurde noch gesagt, dass, um diese Sachen hier auszufüllen mit diesen Ladepads und Stationen, dass mir noch gar nicht gelegt, warum bin ich da lang? Na egal. Dass das mit diesen 2x2 Ladepads wesentlich besser auszufüllen geht. Stimmt, ja, habt ihr recht. Da könnte man sozusagen noch ein bisschen optimieren und was dran gewinnen. Dass dann dadurch, dass da ein bisschen mehr Ladepads sind oder dass der Platz einfach optimaler genutzt wird über die Ladepads, hier drin, hier stehe ich drin oder was? So, über die Ladepads, dass dann da etwas mehr Ladestellen halt frei werden. Klar, wenn ich da 4 2x2 reinbaue, habe ich 4x4, also 16 anstatt nur 9. Das ist, sage ich mal, deutlich effektiver, wenn ich dann 9 Stück nur mache oder 16 da drin habe. Ja, muss ich mal gucken. Also hier in dem Bereich, ne? Also ich sag mal, hier da, wo diese Signale sind, da ist das 3x3 ja eh gut, aber dann könnte ich noch 2x2 daneben bauen oder sowas. Ja, muss man es sich genauer angucken. Machen wir hier mal noch ein paar Ladestationen schon mal einbauen.
Damit hier Robby und Flippertüt zumindest ein paar mehr Stationen haben, wo sie sich Energie besorgen können. Ja, ist aber im Hauptnetz angeschlossen. Okay, gut. Nicht, dass denn nachher wieder so ein Blödsinn ist, dass das hier nicht richtig angeschlossen wäre. Das könnte ja nochmal zusätzlich Blödsinn sorgen. Aber wie gesagt, ne, da können 9 schnell mal dran und das aufladen. Das ist schon deutlich besser dann. Und schneller. So, jetzt. Aber es sind die Fabriken, die am meisten Strom verbrauchen. Das ist immer noch sehr, sehr spannend zu sehen. Gut, also hier gibt es erstmal ordentlich zu tun. Die sind am Arbeiten. Hier, das ist schon mal fertig. Da könnte ich theoretisch schon einen halben Arm reinbauen. Macht wenig Sinn, aber könnte man. Gut. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich werde das jetzt hier fertig bauen lassen und dann werde ich dieses Karree hier noch fertig bauen. Solange warte ich jetzt mit der nächsten Aufnahme und dann fangen wir an, hier dieses rote Werk aufzubauen. Dann da das weiße Werk und so weiter. Aber ich will erstmal das rote Werk haben, weil ich glaube, an dem roten mangelt es am meisten. Obwohl langsam die Kisten hier volllaufen. Das sieht schon mal ganz gut aus. Heißt also auch bei unserem Titanbarren, ist das rote da? Nein, das ist nicht da. Aber es kommen gerade wieder Titanbarren raus. Sehr gut. Wie sieht unser Titanplattenwerk aus? Ah ja, hier kam noch so, apropos, genau, wo ich diese Schwierigkeiten hatte mit dem, ja, wie rum bauen wir es denn? Da wurde dann nochmal gesagt, ja, Reifenbauweise, also nicht so, wie ich jetzt hier habe, so in diesen 4 Quadranten aufgeteilt das Werk, sondern in Streifen runter die Produktion, so wie wir es hier gemacht haben, in 3 Streifen. Kann man natürlich wesentlich besser mitarbeiten. Heißt also, wenn ich das von einem ins andere rüber kopieren will, auch wenn die jetzt die Richtung gedreht wird, ist das nicht weiter schlimm. Auch wenn bei der Streife natürlich auch die Richtung gar keinen Sinn macht, die so großartig zu drehen, weil dann hätte man auch immer auf der gleichen Seite Anlieferung, Ablieferung und so. Und nicht wie hier, dass man dann sozusagen Anlieferung oben, unten, Ablieferung links, rechts hat. Ist auch recht gleichmäßig, ja, aber wie gesagt, man hat halt das Problem mit dem Spiegeln der einzelnen Bauelemente und ob das denn alles so klappt. Da wäre natürlich eine Streifenbauweise, so sind Strips deutlich besser. Also wie hier so halb geteilt, ne? Unten Anlieferung, oben wird es abgeliefert. Das Ding kann ich jetzt nehmen, kann ich quer drehen, es stört nicht. Ich kann es auf den Kopf stellen, es stört nicht, keine Anschlüsse stören. Ich muss mir keine Gedanken machen. Ja, aber wie gesagt, ich kriege hier 4 Produktionsstätten rein, wenn ich das in Streifen mache, 4 Bahnhöfe hier oben hinbauen, die dementsprechend anliefern, abliefern können, das kriege ich nicht hin. Das heißt also, ich bräuchte deutlich mehr Platz. Momentan arbeiten wir daran, dass wir schneller Platz kriegen, aber es zieht sich, wie man merkt. Deswegen hatte ich zu dem Zeitpunkt noch weniger Sand vorrätig, noch weniger Baudrohnen, die uns dabei unterstützen können und. Deswegen ist das so geworden, wie das hier ist. Kann ich nachvollziehen, warum man im Nachhinein, oder auch ich sage im Nachhinein, ist nicht die optimalste Lösung. Aber wenn ich jetzt für jede, jetzt habe ich es ja für die Ecke einmal, weil das kann ich ja da hinsetzen und das kann ich ja dann noch da unten hinsetzen. Das heißt, jetzt kann ich es eigentlich beliebig drehen und wenden, wie ich will. Alles, was diesen Aufbau braucht, habe ich jetzt einmal fertig und kann ich nutzen. Also von daher, Aufwand, ja, ist zweimal da, aber wenn ich es denn zweimal gemacht habe, geht's auch. Was habe ich denn da? Wie habe ich denn da Blei geschrieben? Leck mich fett. Meine Fresse. Junge, 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 Tiffy. So, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.